Ja, die zweite Qualifikation für das sonntägige Weltfinale im European Youngster Cup, welches ja von Jana Vargas letztes Jahr gewonnen wurde. Ja, jene beiden gestern noch leichte Akklimatationsschwierigkeiten in der ersten Prüfung, aber heute schon zur Höchstform aufgelaufen. Friso, ist doch was drinnen fürs Weltfinale? Ja, ich denke schon, mein Pferd ging heute sehr, sehr gut. Gestern ging er auch sehr gut, da habe ich das so ein bisschen verpennt. Die Pferde haben doch etwas Schwierigkeiten. Meiner war noch gar kein Hallenturnier, der hat das erste Turnier jetzt seit September, sich an die Halle und dann die Umgebung zu gewöhnen. Heute ging er sehr gut, am Sonntag sind viele gute Reiter dabei. Ich denke, da kann immer jeder gewinnen, da spielt auch viel Glück eine Rolle. Mein Pferd ist schnell und ich werde probieren, alles zu geben und dann müssen wir weitersehen. Aber auf jeden Fall auch nochmal vielen Dank an die Sponsoren dieser Serie, weil ich finde, das ist eine super Sache, dass uns Reitern das auf vielen Turnieren ermöglicht wird zu reiten und auch die Dotierung jetzt vom Finale ist doch schon sehr attraktiv. Herzlichen Dank und toi 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 fürs Finale, für dich und deinen Fuchs. Und hier steht einer jener Hinoren Herren, die angesprochen wurden vom Sieger von Friso Baumann, der sich in den Dienst der Nachwuchsförderung im Allgemeinen mit seinem Team R34 und im Speziell hier im Weltfinale des European Youngster Cups, Gerhard Markel. R34, die SAS Hotels, nun neuer starker Partner beim Jubiläumsturnier, 10 Jahre Mephisto Matthias Haus Indoors. Bislang 2 Prüfungen haben wir hinter uns. Zufrieden? Äußerst zufrieden. Ich halte die Idee des iCups für eine geniale Idee. Es bietet den besten Nachwuchsreitern Europas die Möglichkeit, sich untereinander zu messen, ohne gleich mit den ganz, ganz Großen mithalten zu können. Und wenn du dir anschaust, wie viele von den Siegern, die ihr hier präsentieren konntet, dann im absoluten Topsport gelandet sind, dann glaube ich, ist das ein idealer Platz, um uns zu präsentieren. Und das möchten wir in Zukunft auch gerne öfter tun. Herzlichen Dank für Ihr Versprechen für die Zukunft. Und dann hoffen wir, dass auch R34 Reiter dabei sind, denn 4 an der Zahl sind hier schon sehr hoch erfolgreich unterwegs. Ja genau, ich hoffe, dass nächstes Jahr 1 oder 2 unserer Reiterinnen hier schon mitreiten können. Schauen wir mal, ob das gelingt. Herzlichen Dank, Herr Wackel, Ihr Sieger, Friso Baumann. Uppercut.